Tag 20 im Sommer. Ich glaube, es regnet. Ja, es regnet. Hoffentlich können wir heute schon unsere Hacke abholen. Oh, wir müssen nicht gießen, ist das gut. Ich hoffe, wir können unsere Hacke heute abholen. Ich hoffe. Ich hoffe sehr. Wir haben sogar was zu essen, was wir uns mitnehmen können, um in die Minen zu gehen. Ansonsten, falls wir nicht in die Minen gehen können, können wir halt nicht in die Minen gehen. Dann ist das halt so. Gewürzbeere bringt aber auch recht viel. Wir nehmen auf jeden Fall Gewürzbeeren mit. Die können wir auch nebenbei schmausen. Wie sieht's aus? Können wir was ernten? Wenn es geregnet... Oh ja, können wir. Wenn es regnet, sollten wir die Hühner eigentlich nicht unbedingt rauslassen, oder? Oh! Ah, nee, ich sammle Daten zu den Korrelationen zwischen Erdbodenalkalinität und Nutzpflanzenfruktosewerten. Dünger. Kurz gesagt, ich brauche eine frische Melone von deinem Hof. Wenn du mir eine vorbeibringst, wäre ich sehr dankbar. Nehmen wir an, machen wir. Diese Gewitter sind so krass. Ich lasse die Hühner drin. Bei dem Gewitter lasse ich die Hühner drin. Wäre es jetzt nur Regenwetter, dann würde ich sie rauslassen. Aber bei dem Gewitter, ne. Also, ich kann es ihnen ja freistellen. Können sie selber überlegen. Ja, selbst ist das Huhn. So. Das sah auch so aus, als könnte man es ernten. Guck mal, der sieht doch so, wollte gerade sagen. Nein, ich will die Peperoni nicht essen. Bist du wahnsinnig? Nein, mein schöner Zaun. Was soll denn da? Ich soll es kaputt hier. Mist. Das wächst da eigentlich heran und wieso braucht es 300 Jahre? So. Seht ihr noch irgendwo einen Mais, der? Nee. Sollen wir mit der Maus drüber fahren manchmal, um was zu erkennen oder zu erfahren? Sieht aber nicht so aus. Ich würde auch echt gerne mal gucken, was dieses Sumpfmonster so sumpfen lässt. Was da so laut ist. Haben wir... Oh, wir haben nur eine. Oh, wir kriegen das mit den Melonen dieses Jahr nicht mehr hin. Das ist ja doof jetzt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, wir haben noch Glück bei den Melonen. Hat sie doch so gut gedüngt. So ein Mist. Ich würde halt echt gerne mal wissen. Ich packe erstmal wieder alles rein, wie immer, und entscheide dann. Erstmal nehmen wir auf jeden Fall Shane hier welche mit. Die hier verkaufen wir. Die behalten wir, die verkaufen wir. Die nehmen wir jetzt mit. Ich sollte mal anfangen, welche zu behalten. Sicher ist sicher, verkaufen wir aber. Ja, jetzt darf ich noch nicht die falschen Sachen verkaufen. Kätzchen! Entschuldigung. Moment. Verkaufen. Verkaufen, 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 verkaufen. Die bringe ich zu Demetrius. Den Rest habe ich da mit. Das gucken wir, dass wir dann zum Schmied noch kommen. Okay, wir kriegen schon alles irgendwie hin. Alles gut. Ja. Mach ich. Bin dabei. Jetzt müssen wir hier... Hier müssen wir ja nur noch... Oh, ich sollte Mais auch aufheben, ne? Ja, gut. Wir kriegen noch mal Mais. Vielleicht haben wir ja Glück und dann... Sonst nächstes Jahr halt. Was soll's. Ich bin's dumm. So. Ja, da ist erstmal sonst nichts weiter. Ich hätte gerade so gern Forellenbarsch Emily. Dann geh angeln. Ich weiß nicht, ob Demetrius überhaupt schon so früh wach ist. Irgendwann muss ich mal nach dem Sumpfmonster gucken gehen. Ich glaube, der Schmied hat offen von 10 bis 16 Uhr. War das nicht so? Ja. Stimmt, ich könnte ja mal Fisch angeln, der Katze was zu fressen geben. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert, meine ich. Jetzt sind wir zu Hause. Hallo. La 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 la, ich bin gar nicht ungeduldig. La 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 la. Ja, stimmt, der wächst ja noch ewig, der Mais, also da ist eigentlich nichts Schlimmes. Oh. Cool. Oh, hallo. Hi Maro. Maro ist voll cute. Mein Vater und ich testen nur ein paar Bodenproben. Sei nicht schüchtern, wir könnten sogar ein wenig Hilfe gebrauchen. Welch ein Dude würde ich die daten? Könntest du für mich dieses Reagenzglas im Auge behalten? Ich hole nur die letzte Ladung an Proben. Bin gleich wieder da. Mein Reagenzglas. Ah, ich zittere. Ich zittere halt echt.
Danke, dass du uns hilfst, Honey. Maro ist ein braves Kind. Sie ist mein besonderes kleines Mädchen. Ich hoffe, dass nichts ihrer strahlenden Zukunft in die Quere kommen wird, wenn du verstehst. Das ist schon wieder Deep Talk, was? Das war als kleiner Denkanstoß. Hey, entschuldige, ich hoffe, ich habe euch während meiner Abwesenheit, habt ihr euch gut unterhalten und so. Ich habe Annie nur etwas über die Bodenproben erzählt, die wir untersuchen. Nicht wahr, Annie? Eigentlich hat sich ein Vater voll merkwürdig benommen. Ich sag mal lieber nichts. Ein Vater hat sich voll merkwürdig benommen. Nicht sagen, ja, der Vater hat sich voll merkwürdig benommen. Und wir titrieren besser diese Lösung, bevor sie uns kristallisiert. Ja, ja, titrieren. Nein, wir titrieren hier nichts. Okay, hier, Hanni, ich zeig dir, wie man die Ausrüstung benutzt. Ich will aber nicht, lass mich in Ruhe. Ich war zu nett zu seiner Tochter. Nett sein ist in diesem Dorf halt gleich mit Schnickschnack. Hey, ich war doch gerade in der Wohnung. Ja, ich bin pitschnass, lass mich in Ruhe. Hier, du wolltest eine Melone. Moment, muss ich erst mit ihm reden irgendwie? Hier im Sterntautal sind wir abgeschieden vom Rest der Welt. Vielleicht ist das eine gute Sache. Ah, perfekt, genau das, was ich für meine Forschung benötige. Es wird mir schwerfallen, sie nicht zu essen. Vielen Dank. Okay. Yay. Yeah. Das war ordentlich was. Und Killer auch. Ordentlich. 22 Monate. Killer 324, danke für 22 Monate Treue. Wir lügen doch gar nicht. Wenn wir nichts sagen, ist das keine Lüge. Kinder, das ist nicht Lügen. For fuck's sake, just stop this shit! I'm scared of hell, what the fuck? What the freaking shit? Das ist nicht einfach nur Gewitter, okay? Wir müssen unbedingt den Blitzableiter machen. Wir müssen for real diesen Blitzableiter machen. Ob wir Shane stören können bei der Arbeit? Shane. Wow, wow, Honey, wo wusstest du, dass ich sowas mag? Shane ist tief in die Arbeit versunken. Na gut, Shane. Ich mag Shane. Shane ist cool. Der ist halt fleißig. Ich mag fleißige Menschen, die sich anstrengen. Oh mein Gott, ich danke dir. Just stop! Das ist einfach blitzig. Yay! Kupferspitzhacke! Will ich noch irgendwas verbessern? Kupferhacke, gerade im Moment. Weiß nicht, ist da irgendwas besser? Aha, mehr geht auch nicht. Stahlgießkanne ja irgendwann mal. Dann gehen wir jetzt in die Minen. Minen. Ich habe immer noch Sachen dabei, die ich nicht brauche. Ey, Bürgermeister! Ey! Bürgermeister! Hier ist eine Mayonnaise. Danke, das ist großartig. Aber nicht wieder bei Mani liegen lassen. Was? Ich will mit Clint über hier. Ich will sein Geld. Ich brauche Gewerbesteuern. Okay. Clint! Ich habe ein Ei für dich. Okay, I guess. Ja, ich weiß, meine Kamera verdeckt die Geldanzeige und die Geldanzeige ist absolut nicht wichtig. Ich hab eins Ei auf dem Kopf, okay? Wenn hier der Blitz einschlägt, raste ich aus. Ich hab extra meine Anti... Fuck, wohl auf den Lang meine Anti-Blitz-Protection mit meinem Ei. Das ist mein Ei, okay? Ja gut, ich bin da umständlich gelaufen. Ich gehe dann mal nach oben, ne?
Ach komm, gehen wir da lang. Stimmt, ich könnte mir auch die nächste Tasche kaufen. Aber erstmal sparen wir das Geld für den Herbst. Der cute Herbst. Jetzt das Rührei. Ah, wahrscheinlich. Hier. Nein, hier. Danke dir, das wird vielleicht noch nützlich sein zum Kochen oder so. Bitte. Ach, Platz im Inventar, wie praktisch. Lalala. Boah, nee, ich mag kein Gewitter. Ich hätte Linus die Eier schenken können. Naja. Ah, Zug! Chuchu! Leute, Hashtag Chuchu. Chuchu! Oh, ich kann heute den ganzen Tag in die Minen gehen. Als ob! Chuchu! Ich wäre fast drüber gelaufen gerade. Wie cool! Hallo! Hält der hier auch? Okay. Wenn ich jetzt vor den Zug gelaufen wäre, was wäre passiert? Kohle. Wo hast du deine Kohle her? Ist vom Lastwagen gefallen. Und wo hast du deine Kohle her? Ist mir vom Zug gefallen. Nein, wirklich, Leute. Das war ein echt schneller Hype-Train. Chuchu. Ja, es kann auch Spinat gewesen sein. Gurken, Honey, das sind Gurken. Oh. Nein. Komm gerade rein erst hier. Und dann werde ich schon gleich angegriffen. Nein. Oh, ich stehe ungünstig. Geh weg. Ach nee, ich wollte euch nicht gießen. Geh weg jetzt. Schön erstmal gießen. Ne? Also gut. Also gut, ich bin erstmal gießen gegangen. Es ist halt traurig einfach nur. Einfach erstmal gießen. Ah, jetzt muss ich mich hier runterhacken. Ah, großartig. Aber die Spitzhacke hält schon. Die ist schon ordentlich. Ah, sehr gut. La la la. Ah, Musik. Ich mag die Minen, wenn es Musik gibt. Musik finde ich immer gut. Okay, die hat keinen Rückstoß bekommen. Interessant. Du kriegst jetzt von mir aber heftigen Rückstoß, sag ich dir. Rückstoß! Rückstoß, Fräulein! Aua! Na. Du musst das gerade mal gleich meine Tastenbelegung ändern, sonst gieße ich die ganze Zeit die Gegner. Das da runter, das brauche ich auch gerade nicht. Das auch nicht, dass ich alles zu Hause lassen können, ne? Ich bin dumm! Hallo? Ich heiße blöd und ihr tut, was ich sag. Wup, wup. Ach ja, gute alte Zeit. Und einen Monster erstmal gießen. Vielleicht ist es ja wasserscheu. Okay, alles klar. Verkackt. Geh weg. Ich muss ja auch nicht jedes Mal reinrennen. Was soll denn das? Hi. Du bist irgendwie blauer als die anderen. Was bedeutet das? Hast du mehr getrunken oder was, hä? Bäh. Uhu, ein Leuchtring. Ich glaube, sowas besitze ich schon. Deswegen sind wir ja auch in der Dunkelheit nie so ganz im Dunkeln gelassen. Ja, eh Steine, also kann ich auch ein bisschen Steine abpacken. Ich hätte halt gerne die großen Steine. Das sind aber kaum welche. Ich glaube, dann müsste ich die Mine nochmal von Anfang an irgendwie besuchen. Und dann könnte ich auch an Kupfer und an Kohle kommen und dann kann ich halt auch Bomben herstellen. Alter, du sollst das nicht spitzhacken, du sollst das Zubat schlagen. Hau das Zubat. Sehr gut. Wie ich mich jetzt hier wieder verprügeln lasse. Unglaublich. Zack, 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 zack.
Steine. Habe ich schon irgendwie einen Gang nach unten übersehen? Nee, ne? Müssen noch weiter. Bam, badam, bam. Oh. Aha, wieder keine Musik. Ah, die sind so süße Geräusche an, Guys. Guys, erstmal voll in die Fresse. Immer mitten in die Fresse rein. Ey. Also zwei fliegende Gegner ist aber nicht fair. Drei fliegende Gegner ist unfairer. Nein, geht weg. Lasst mich in Ruhe. Ey, was soll denn das jetzt hier? Au. 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 Ich wollte nur mal Aua sagen, um Aua zu... Habe ich schon Au gesagt? Geil, das ist mal Stein, du. Was ist das? Aquamarin, wie schön. Ob wir es diesmal runterschaffen? Hier könnten noch so viele Schätze lauern. Zum Beispiel Eisenerz. Gut, das schöne Eisen. Kann es sich um Eisen handeln? Machen wir die Magnetprobe. Lass mich. Danke. Na, ist nichts Spannendes mehr. Und dieses leise Geräusch immer, als wäre so ein röchelndes Monster irgendwo auf dem linken Kopfhörer, ist nicht hilfreich. Nicht hilfreich. Aua. Geh weg. Danke. Nein, 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 nein. Die 1 gedrückt. Jo, dann ist es hier schön. Dann gehe ich jetzt wieder weiter. Ich gehe jetzt wieder nach unten, wa? Ich gehe jetzt nach unten. Lass mal direkt das hier wegballern. So. Soll ich pflücken? Den Hausch ins Gesicht. Schau dir ins Gesicht. Dich auch. Zumindest mal da, wo dein Gesicht früher war, hä? Oh, crap. Die machen ja richtig Damage. Da werden wir aber nicht nochmal an mich rankommen lassen. Ey. Positioning lernen hier. Ist ja gar nicht. Und bam! Fall in your face. Ich esse mal mein Brot, das ich im Müll gefunden habe. Eieiei. Oh, machen wir erstmal das weg. Und ich brauche noch Steine. Gib mir Steine. Schöne Steine. Das Monster auf dem linken Kopfhörer ist so. Ich höre dieses Geräusch nur links. Oh crap, da sind ja auch immer so komische Gänge. Oh, ist das sauer. Ich hab's ja auch mit einem Hammer gehauen. Aber ich kann da nicht durch. Ich will auch gar nicht in die Richtung. Da hörst du, da ist nämlich dieses komische Geräusch. Lass mich. Lass mich. Das ist bestimmt irgendwie sauer, weil es sich in einem Golbert weiterentwickelt hat. Ja, flüchte von mir. Flüchte. Because I love you. Uiuiui. Krakenel. Krakenel, vielen herzlichen Dank für die Subscription. Gott, bin ich froh, dass es eine Subscription war. Oh, holy crap. Das war Eisenerz. Okay, ich dachte, da ist sonst was passiert. Das hatte mich jetzt hier ein bisschen erschreckt. Weil, angenommen, es kommt so eine Alert-Mitteilung. Ist das schon ein bisschen... Achso, habe ich schon geplündert anscheinend. Dann verjage ich mich hier, glaube ich. Und den will ich noch. Gimme that, gimme that, gimme, 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 gimme that thing, gimme that thing. Whoops. Da essen wir jetzt noch ein bisschen Gewürzbeeren. Nö. Zack. Aber das sieht doch schon mal wieder ganz gut aus. Wir müssen auch bald wieder nach Hause. Ja, diesmal möchte ich aber wenigstens die nächste Ebene zum Speichern erreichen. Ah, oh, Musik. Ja, bitte. Ah, das war hier so eine ganze Spirale runter, ne? Ach, da ist schon wieder so ein Geist. Ja, begeistert. Mann. Freut euch schon mal auf geistreiche Kommentare. Geistreich kommentiert. Von mir. Hau da drauf, bitte. Na? Kommst du da nicht durch? Bist du dumm? Ja, ja. Da kann ja auch mal was rauskommen aus den Dingern. Deswegen sollte man sie auch immer kaputt machen. Ich ignoriere den gerade aktuell noch. Rum, den hauen wir. Der wie der sich auch schon so rancreept, ne? Da wundern sich die Schleime, dass man ihnen ins Gesicht haut. Du gehst jetzt auch mal weg. Guck. Das gibt's schön im Bassdrop. Oh nein, nein, nein. Wir schaffen es nicht. Wir müssen jetzt schon wieder gehen. Wir schaffen es nicht nach Hause. Oh nee. Komm, wir. No risk, no fun, Leute. Wir machen no risk, no fun. 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 Das klingt fast wie ein Pokémon-Name. No risk, no fun! No risk, no fun! Alter. Oh, crap. Alter.
Alter, was ist hier los? Geh doch mal alle weg. Geh mir nicht auf Nerven. Hört auf, meine Existenz zu stören. Okay, lass mich hier. Ich kann mich nicht bewegen. Was soll denn das? Dreh dich rum. Ah! Ah! Oh, wir schaffen es halt sowieso nicht mehr nach Hause, bevor wir umkippen. Da können wir das auch lassen. Oh, kann ich einfach durchgehen. Geht's jetzt hier runter? Irgendwo? Dein Ernst? Dein Ernst, Spiel? Ich muss hier auch noch den Gang rausfinden? Oh, wir werden wieder ohnmächtig. Oh, Mann. Du machst mir jetzt die Tür auf, habe ich gehört. Okay. Oh Gott, wenn immer mehr. Ah! Ah! Oh, crap! Sollte man wohl nicht zu lange bleiben. Wir schaffen das nie auf die 60. Ebene. Das ist ja so hart. Wir müssen mal viel früher hin. Neues Herstellungsrezept. Kriegerring. Ja. Na gut. Ihr habt es versucht. Wir haben es diesmal nicht geschafft. Was soll's? Die vielleicht am nächsten Tag. Hm?